kann den Text auch nicht. Ist dir der geglückte Tag? Also grundverschieden von einem Unbeschwerten, einem Glückstag. Oder hat einer nicht aufgepasst, aber das ist nicht schlimm. Einem ausgefüllten, einem Aktivtag, einem durchstandenen, einem von lang Vergangenheit verklärten. Ein einzelnes genügt, denn es ist ein geglückter Tag. Da, sag mal, was macht der Mann da? Da! Das ist der Flusspoet. Der grummelt ein Buch. Grummel. Hat du auch schon mal Grummel gemacht? Grummel, 100 Jahre Grummel. 100 Jahre Grummel. Hat der Grummel, ja? Hat er gemacht. Hallo. Oh, Grummel. Dada war und ist die Zukunft. Deshalb wählt Dada. Dada ist weder links noch rechts noch Mitte. Dada hat kein Programm, denn da ist Dada. Ist nichts und alles. Ist nicht Religion, ist nicht Philosophie. Ist kein falscher Ton. Dada verspricht nichts und hält doch Wort. Dada vertröstet nicht und schiebt nichts auf. Dada ist immer da. Dada ist echt und wahr, was es immer ist. Dada ist dafür. Dada ist dagegen. Dada ist das Gegenteil des sogenannten, des gesunden Menschenverstands. Dada kennt keine Gewalt. Dada kennt keinen Krieg. Doch Dada kennt den Sieg. Steht längst geschrieben, ihr, die ihr keine Wahl habt. Wählt Dada gegen den Einheitsbrei, gegen das Einerlei. Seid dabei und frei. Gebt Dada eine Stimme. Proklamation an alle. Dada ist sittlicher Verfall mit Schmelzkäse. Dada ist eine neutrino-geladene Pistole ohne Ladehemmung. Dada ist die Luft, aus der die Träume sind. Dada ist heilsame Blumenerde ohne Leberschaden. Dada ist eine bunte Tüte mit Knalleffekt. Dada ist ein Seelenbrot mit Aufstrich. Dada ist ein Vergnügungspark im Kopf mit freiem Eintritt. Dada ist ein erotisches Liebesspiel mit Höhepunktgarantie. Dada ist Freiheit ohne Rotstift. Ohne Dada wäre die Welt Dada. Also, ich hab ja auch mal eine Frau. Ach was? Die hatte immer so eine Masche. Bei Männern? Nein, bei Strumpfhosen. Die ist immer so am Gobelin entlang. Was hat das denn da jetzt mit zu tun? Ich meine nur, so oder so. Ja, da hast du auch wieder recht. Man kann es sich nicht aussuchen. Nee. Wir sind ja dann auch verheiratet. Wer jetzt? Na, die Frau. Ja, guck. Sonst hätte ich die ja gar nicht kennengelernt, ohne mit dem Gobelin am Bein entlang. Ah ja, das stimmt. Da hätte ich, womöglich hätten wir beide noch. Stell dir das mal vor. Mensch, zum Glück, du. Es hat eben alles seine zwei Seiten. Ja, von nichts kommt ja nichts. So ist das. Ja, Lügen haben ja kurze Beine, ne? Was wolltest du denn damit jetzt sagen? Ja, nur so. Nee, komm, da steckt doch jetzt was dahinter. Ach, was soll denn dahinter stecken? Eine Andeutung. Jetzt siehst du aber Gespenster. Sag doch was, wenn dir was nicht passt, sag ja, es doch. Ist alles in Ordnung, jetzt beruhig dich, Mann. Stattdessen Anspielungen, dass ich mit meiner Frau nicht glücklich bin. Hab ich doch überhaupt nicht gesagt.
Nur weil die so Stumpen hat. Stumpen? Winzige, kleine, dickliche Beinchen, auf denen sie durch die Gegend stampft. Stampf, stampf, stampf. Mensch, jetzt beruhig dich bitte. Ja, schon von Weitem kann man sie hören. Oh ja, stampf, dröhn, stampf, dröhn. Du, ich dachte, du liebst deine Frau. Du hast mir die Augen geöffnet. Ja, das konnte ich ja jetzt nicht so ahnen. Ne? Ich werde mich trennen. Ach, oh, nee, jetzt um Himmels Willen. Nee, ist das Beste. Ja, ich meine, wenn du meinst. Ach, so ist das. Wie, was? Du hast was mit meiner Frau. Was soll ich denn mit deiner Frau haben? Erst mir ihre Stumpen madig machen und dann selber. Ich kenne die doch gar nicht. Ja, ist auch besser so. Aber dann, weißt du, wenn die mich kennen würde, da wird die aber sowas von die Platte bei dir putzen, du. Das wüsste ich. Und wieso hast du mir die noch nicht gezeigt und vorgestellt, sag mal? Ja, die spricht kein Deutsch. Ach, eifersüchtige Sau. Ja, die nur. Guckt nur. Ja, macht doch nichts. Kommt gar nicht in Frage. Gucken. Mein, war doch nur Spaß. Ja. Spaß kenn ich und hinterher will's keiner gewesen sein. Was denn? Wenn die Augen so stehen bleiben, wenn man so starrt. Ja, das soll man ja auch nicht. Dann ist ja gut. Sag mal, was ist eigentlich Gobelin? Teppich zum Gucken. Ach, wie deine Frau. Jo. Hälfte des Nebels. Mit Gel ein Bier enget und voll mit Willenlosen da an in den See, ihr ollen Schwäne. Ihr ollen Schwäne! Und Unkennüsse. Und Unken! Unkt ihr das? Unkt haut ihr das? Ins eilig terne Ass. Weh, wo, weh! Inter ist Blumen, wo so'n Schein, dat End, Erde. Dauern eh, rachlos und alt, in der Irren Ahnen. Irren Ahnen! Ja.
Dadaismus hat es auch mit Worten. Ihr habt das jetzt schon schön mitbekommen. Und ein verstorbener Künstler, der hier in Dortmund sein Unwesen getrieben hat, war Jürgen Wirsch. Der hätte gestern Geburtstag gehabt. Und der hat sich dann auch mit der Sprachpflege beschäftigt, so wie wir das jetzt eben gemacht haben mit Guck, 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 Guck. Oder Wille Wau, Wau, Wille Wo, Wo. Jürgen Wirsch hat dazu meine Sprachpflege geschrieben. Ich poliere der Sprache feine Artikel. Ich liebe der Spräche Maniküre. Ich schätze sehr der Sprache erotische Kollektion. Ich belausche der Spräche Glucksen beim Verdauen und bestaune der Spräche Leibgedicht. Nicht zaudere ich der Spräche Fremdzünglichkeit. Ich zaubere der Spräche xeroxisches Xenienoxid. Ich hüte der Spräche Undeutschlichkeit. Ich genehmige mir der Spräche Widersinnen. Ich huldige der Spräche Schockappeal. Ich spotte der Spräche reduziertes Preisen. Ich bete an der Spräche Ballhorn. Ich jauchze der Spräche Fragilität. Ich streichle der Spräche empfindliches Textil. Kose, Kuse, Koste der Spräche, gelobige der Spräche, kehre in mich ob der Spräche, red und tanz und betüddle die Sprichwörtlichkeit. Danke. Also normalerweise würden wir jetzt am Fischstand stehen, dürfen wir nicht hin, wir haben Corona. Machen wir es halt hier. Fisch, ich habe heute im Fisch herumgewühlt. Oh, riech mal. Oh, meine Hände riechen irgendwie nach Fisch und Flussschwanzkrebs. Fisch ist Eiweiß, Sex auch. Riech doch lecker, was sich so in den Falten verbirgt und bei Erregung fast überschäumt. Beim Fisch hingegen, da sagen wir immer, der stinkt. Stimmt das wirklich? Lasst uns beim nächsten erotischen Säfteaustausch noch einmal darüber nachdenken und riechen. Dankeschön. Lage liegt angestimmt bei der Betrachtung eines blauen Nashorns. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh je, oh weh, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, Mini. Auweia. Auweia, auweia, auweia. Auweia. Auwe, auwe, auwe. Weh mir. Weh dir. Weh uns. Vor ihm, vor ihr, vor Kunst. Wenn auf allen die Pappkartons für euch auf den Bauch bekommt. Keiner weiß, was hier passiert, dass das Video explodiert. Es ist so schön, wenn sie sich drehen. Heute Welt zerbricht in den Kern der Welt.
Tamutet Sandifa. Kein Salami-Brötchen. Ich dachte, dass die Tüte platzt. Jetzt muss ich das Richtige essen. Eigentlich wollte ich nur sagen, das Glück ist ein Keks. Kuckuck, 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 kuckuck. Kuckuck, 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 kuckuck. Ja, ja, der Virus, der verwirrt uns. Heute war ein geglückter Tag. Dankeschön. Also, lieber arm und reich als krank und gesund. Thank you.